Als allererstes gleich den Gallo Brico heißt. Dann sind wir daran vorzubereiten, Casino heißt Finale und Waren verkaufen und was es sonst noch so alles gibt. Und heute zusammen mit Huki vielleicht, wenn er Zeit hat, wenn er später noch kommt, machen wir da eben Casino. Aber als allererstes Gallo Brico heißt und eben ich bin hier kurz vor, also kurz vor einem Tag oder zwei vor Level 1000. Endlich nach Jahren des Spielens, endlich ist es da in greifbare Nähe gerückt. Also es ist immer noch so, dass die Verheißung, dass ich dann irgendwann mal plötzlich, wenn ich gar nicht mehr dran denke, Level 1000 haben werde. Also Gallo Brico starten. Ohne Panzerung, weil wir können das Geld sparen. Wir gehen ja mit der Longfin zum Hauptdock und dann hoch zum Flughafen, über den Abwasserkanal rein. Das Ganze bei Nacht und mit Schalldämpferchen. Und los geht's. Das gleich erledigen, bevor hier Uki zu uns stößt. So, jetzt muss ich warten, bis der sich wegdreht. Jetzt kann ich los. Kamera muss ich noch runternehmen. So, wo ist sie hier? Aber es braucht hier vor allem Geduld, weil ich sammle jetzt ja nur einmal Koks und da muss ich wieder warten, bis er sich wegdreht. Dass ich da überhaupt raus laufen kann, also von daher kann ich da ganz gemütlich einpacken. Das zweite Kokain, die zweite Hälfte mit dem zweiten Kokainpäckchen werde ich eben drüben davon beim Hangar holen. Das ist auch oben, also muss ich klettern, leider. Für Sicherheit den wegknallen. Und dann nach oben. Zweite Paket Kokain holen. Und als Hauptbeute haben wir heute übrigens einen Pink Diamond, also wieder richtig gut vom Loot her. Diamond ist momentan das, was am meisten Geld bringt. Also die Pantherstatue würde noch mehr bringen, aber die ist momentan nicht verfügbar.
So, und jetzt geht's zurück zum Boot. Der erste Teil der Elite-Challenge geschafft. Jetzt muss ich es noch innerhalb der Zeit schaffen. Das Boot ist da drüben, darum muss ich da nach drüben rennen. Hoffe mal, dass das Boot noch da liegt und nicht abgedriftet ist. Es ist weggedriftet, es ist so mühsam. Verliere ich halt nochmals Zeit, aber eben Rekordzeit gibt es eh nicht. Hauptsache, es ist unter 15 Minuten. Und runter zum Anwesen. So, und los geht's zum Schweißen. Und schon bin ich drin. Frisches Bergquellwasser. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier den Schlüssel bekomme. Jawohl. Das beruhigt die Nerven, wenn man da den Schlüssel hat. Lautloser Kill und dann nach oben safe leeren. Schauen, wie viel hier drin ist. Rund 60.000, gut.
So, und jetzt nur zweimal hacken. Oben müsste ich ja viermal, aber hier nur zweimal. Das ist immer beruhigend. Einmal. Und zweimal. Ging ja recht flott. Der Rest ist jetzt Handwerk hier. Da ist ja der pinke Diamant. Wunderbar. 467.000 bisher in der Tasche. Holen wir uns hier noch den Diamanten. Unten durch raus ist ja auch gar kein Problem. Hab den Checkpoint. Sollte ich also keinen Verlust haben da. Ja, jetzt muss ich noch entkommen und das sollte mir ja nicht gelingen. Diesen Weg. Ist ein bisschen schneller, ein bisschen gefährlicher. Da zum Skelett hin. Also, Elite sollte ich haben, ich denke so bei 12, 13 Minuten. Und 1,89 Millionen zeigt er jetzt an. Also, ich bekomme am Schluss da, glaube ich, 1,6 Millionen plus 100.000 Elite-Bonus, also 1,7 Millionen mit dem, durch den Pink Diamond und zweimal Diamanten. Hallo Hugia, danke für den Applaus. Durch das in der Mitte fahren bin ich nochmals ein bisschen schneller. Ist auch ein bisschen gefährlicher. Sechs und jetzt kommt die Zeit. 11:20, ja, wie erwartet.